Hallo Leutz, Nasenbacken. Ich sitze gerade auf meinem Sofa und ziehe mir gerade die fünfte Staffel Game of Thrones rein und möchte zu dem folgenden Video jetzt noch kurz etwas vorwegschicken. Ich habe es aufgenommen vor einer Woche oder anderthalb, als ich im Urlaub war, beziehungsweise während meines Urlaubs von der Arbeit, als meine Tochter mit hier war. Und es ist so eine Art Pleiten, Pech und Pannen-Video. Irgendwie bringt das der Online-Modus so scheinbar mit sich. Ich habe aber viel Spaß gehabt. Man muss aber dazu sagen, nach 10 Minuten Aufnahme setzte die Audioaufnahme von meinem Netbook aus und dementsprechend fehlt dann der Ton vom Spiel. Und ansonsten, man sieht auch nicht so richtig viel von dem, was ich eigentlich beabsichtigt hatte zu zeigen. Aber mir hat es auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht und vielleicht macht es euch das ja auch. Ich hatte beim Zocken mit Nils zusammen richtig viel Spaß und Laune und von daher. Guckt einfach mal rein und wir haben zusammen Taifunschwinge gelegt und was danach nicht mehr zu sehen ist, wir waren auch noch eine Runde im uralten Turm, haben da noch ein bisschen rumgeschnetzelt, ich habe ihn da mal eine Runde durchgezogen durch die Prüfung der Finsternis und hat für ihn 5 Level gebracht, für mich immerhin eins und ich hatte Spaß, ich glaube Nils hat auch irgendwie gefallen und der kleine Kerl ist irgendwie doch ganz witzig drauf, also viel Spaß. Heute sieht man mich nicht so richtig gut. Kann vielleicht auch ein Geschenk sein. Ich versuche jetzt einfach mal so ein bisschen Schützenhilfe zu leisten. Und achso, ich sitze gerade übrigens in meinem Schlafzimmer. Die Wände im Hintergrund sehen sehr düster aus, sind in Wirklichkeit rosa. Meine Vermieterin fand das wohl toll. Keine Ahnung. Ich versuche jetzt auf jeden Fall so ein bisschen Schützenhilfe zu leisten und sitze dazu in meinem Schlafzimmer, denn unten in meinem Arbeitszimmer, was auch gleichzeitig Teilzeit-Kinderzimmer ist, schläft meine Tochter. Und darum, ich halte das jetzt mal in Händen und lege es nicht so auf meinen Schreibtisch wie gewohnt, weil so kann ich nicht zocken. So, jetzt versuche ich aber noch ein bisschen Platz zu schaffen, sodass ihr auch noch zugucken könnt. Ich versuche nebenbei noch die Kommunikation mit dem Kollegen Nils irgendwie auf die Reihe zu kriegen über mein Netbook, mit dem ich auch gleichzeitig aufnehme und also die Audiospur und weiß nicht so ganz, ob das alles so funktioniert mit meinen aushilfstechnischen Gedünsen. Schauen wir mal. Ich möchte P suchen. Nebenbei auch noch gucken. Ja, Speicher. Möchte nebenbei auch noch gucken. Hallo. Möchte nebenbei auch gucken. Also dieses Netbook seit dem Windows 10 Update, das ist noch weniger zu gebrauchen als vorher. Keine Welten gefunden. Dementsprechend, tja, weiß ich jetzt auch nicht. Lieber Nils, was machen wir denn jetzt? Ich komme bald wieder. Mache ich einfach. In der Zwischenzeit kann ich mir schon mal Street Pass angucken. Und, boah, ne? Menoclio hat eine Kartoffel. Wahnsinn! Und Lytron, das ist der Avatar von meins. Kleiner Bruder hat keinen Gruß, hat keins Geschenk. Ist ein undankbarer Lump. Bitte warten. Sie werden den verbunden. Bitte warten. Es ist nichts gefunden. Ich habe auch immer noch nichts von Nils gehört. Sonderauftrag. Ja, wir wollen Taifunschwinge, alles klar. Angeblich irgendwo Tatuga-Archipel. Ach ja, ich hätte schon wieder fast vergessen. Sonderauftrag angenommen. So, dann porten wir uns nochmal zur Lebensgilde. Und ich gucke hier nochmal nach.
Nils hat immer noch nicht geantwortet. Internet. Und so weiter und so fort. Wir speichern. Ja, machen wir. Einladen. Ja. Ja, öffnen das Portal. Ich öffne in der Zwischenzeit die Büchse der Mandora. Mit einem schlückischen Kaffee. Ich mache krasse Verbindung mit Internet. Zip. Tja. Kein Nils. Nein, brauchst du nicht erklären. Also, ich höre jetzt dummerweise nichts, weil irgendwie sind die Einstellungen auf meinem Netbook nicht so richtig, dass ich quasi auch hören kann. Fokussiere. Wie groß und wie nah das dann auf einmal ist. Tja, lieber Nils, also... Der Chat ist übrigens in diesem Spiel, ne? Keine Ahnung, wer sich das überlegt hat, die Tastatur so anzuordnen. Ist ja keiner da, mit dem ich chatten könnte. Habt ihr in meinem letzten Video zu Taifunschwinge noch aufgepasst, wo der Onkel dann rumeiert? Ich glaube, es war irgendwo hier in die Richtung, ne? Ich würde sagen, da hat er uns doch gleich wieder entdeckt, so wie beim letzten Mal auch. Er hat uns entdeckt, nicht wir ihn. Autsch. Ja, das war natürlich so die Kehrseite von der Medaille. Es gibt nicht nur deutlich mehr Erfahrungspunkte, wenn man allein unterwegs ist, sondern auch deutlich mehr Schaden, ne? Kann ja auch mal eine andere Waffe nehmen, man muss ja nicht zwingend mit Pfeil und Bogen agieren, auch wenn ich Pfeil und Bogen ja liebe, ne? Aber. Aua. Aua. Sack. Kein Nils. Weder hier noch dort. Nirgendwo. Jeder Nils ist fort. Aha. Ich würde sagen, irgendjemand ist gerade online gekommen und ich vermute mal, das wird der Nils sein. Nils, come to me! Oh, was sagen die neuen Chat-Nachrichten? Mein Portal ist offen, schreibt er. Dann schreibe ich jetzt mal zu mir. Schreibe ich jetzt mal Happy Nut Down, komm mal zu mir, bitte. 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 Fokus. Fokus. Kurz. Habe ich eigentlich mal erwähnt, dass ich die Dingens vermisse, die Dingens, die Verbände aus WoW. Autsch, autsch. Ich habe ihn halb down, er hat mich voll down, oder wie? Aha, Nils versucht, meine World zu entern. Nils nimmt nun ein Abenteuer teil. Wie toll ist das denn? Hi, Nils. Moin. Shortcuts sind was Praktisches. Nils ist in Tortuga Archipel angekommen. Das finde ich mal voll gut. Au, 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 au.
Was ein Sack. So, da kommt der Nils auch schon. Hi, grüß dich. Schlürf dein Tränkchen. Entschuldigung, ist wahrscheinlich ein ziemlich uninteressantes Video für euch gerade, aber ist alles okay. Wir haben Spaß, denke ich. Okay, vergiss es, der Typ hat Spaß, also hier der Taifunschwinger hat Spaß. Ob wir so richtig Spaß haben, weiß ich gerade nicht. Ich hatte es neulich schon mal erwähnt, dieses Blöde, dass immer das Dings zugeht, der Beutel zugeht, wenn man einmal down gewesen ist, ne? Das ist ein bisschen. Voll ins Leere gehackt. Au, au, au. Scheibenkleister. Also, mit meinem kleinen Bruder würde das jetzt in wildes Gefluche ausarten, aber ich weiß nicht, ich. Oh, Nils, no! Ich habe mir das irgendwann abgewöhnt. Und an gewissen Stellen kann man, glaube ich, auch Spaß am eigenen Tod empfinden. Nicht zu oft natürlich. Danke dir. Ich stelle dich jetzt auch mal wieder auf, ja. Wo bist du? Da bist du. Hi. Komm, jetzt lass ihn uns niederschmettern. Tada. Dass das so schwierig ist. So, liebe Kinder, ich denke, für euch beenden wir das Video an dieser Stelle. Danke, Nils.